Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finanzielle Freiheit dank Kryptowährungen mit eurem Alex. Und es ist soweit, ich habe es gestern bereits angekündigt. Heute gibt es einen neuen Wochenreport und ich kann euch gleich mal vorab verraten, es war extrem die spannende Woche und es wird auch ein ziemlich interessanter Wochenreport. Ich muss natürlich die 1000 Themen, die ich mir eigentlich in den Kopf gesetzt habe, die ich mit euch besprechen will, möglichst kurz halten. Deshalb habe ich mir so drei wesentliche Themen ausgesucht. Ich möchte zukünftig die Wochenreports unter 10 Minuten fertig bekommen und von daher lasst uns gleich mal starten. Heute geht es zum einen um einen kurzen Rückblick der Top 5 und Altcoins, dann gucken wir uns mal an Bitcoin und Bitcoin Cash. Wie geht es jetzt eigentlich weiter mit den beiden? Gibt es jetzt schon einen Gewinner oder einen Verlierer oder auch nicht? Und Altcoin-Prognose, da will ich gleich mal vorab ein bisschen spoilern. Don't believe the hype wird die Überschrift von meiner Altcoin-Prognose. Ihr könnt gespannt sein, von daher bleibt bis zum Schluss dran, wir starten jetzt. So, jawohl, als allererstes auf unserer Lieblingsseite coinmarketcap.com und wir gucken uns mal die Top 5 an von dieser Woche. Bitcoin mit seinem All-Time-High, also endlich hat das wieder geschafft oder hat es geschafft, über 3000 Dollar zu kommen. Wir sind jetzt bei 3244 Dollar, absolutes All-Time-High und das, nachdem es so viel Skepsis in den letzten Wochen gab. Um so viele Gerüchte bezüglich des Forks, gibt es einen, gibt es keinen, wird es ein Softfork oder ein Hardfork und wenn, welcher von beiden wird weiterkommen. Wir sehen aktuell ganz klar den Gewinner auf Platz 1, Bitcoin, mit einem All-Time-High. Er beweist sich mal wieder und zeigt, warum er die Mutter aller Währungen ist. Dann Ethereum, nach einer langen Dürrephase, auch hier wieder ein paar Wehmutstropfen. Es geht wieder nach oben mit dem Ethereum-Coin, mit Ether. Und bei Ripple genau das gleiche. Ripple XRP hat sich nach langer, langer Zeit das erste Mal in dieser Woche wieder eine Gegenbewegung erlaubt, hat bewiesen, dass es also noch geht und sich das erste Mal durch die eigentlich durchgehend seitwärts bewegende Bewegung durchzusetzen, hat jetzt wieder die ersten Aufwärtstrends gezeigt. Ja, Bitcoin Cash, der Verlierer der Woche, ganz klar nach einem extrem starken Einstieg. Ich glaube, wir waren über 1000 Dollar, 1214 Dollar war, glaube ich, der höchste Kurs auf Bittrex. Sind wir jetzt bei 204 Dollar, das heißt innerhalb von wenigen Tagen haben wir von einem extrem überbewerteten Coin wieder den harten Boden der Realität gemerkt und wir sehen einfach, dass wir hier aktuell bei knapp mal 200 Dollar liegen, also der Chart verrät es hoch und genauso schnell wieder runter. Wir sind jetzt sogar tiefer als beim Ausgabepreis, von daher ganz klarer Verlierer. Aber dennoch hat der Bitcoin Cash NEM, beziehungsweise Bitcoin Cash und Litecoin haben NEM aus dem Top 5 gejagt. Litecoin hat NEM wieder überholt. Ganz klar, wir wissen ja, Litecoin ist im Prinzip Silber, wenn Bitcoin Gold ist. Und wenn Bitcoin sich extrem gut entwickelt, dann sehen wir hier eben genau die gleiche Bewegung auch beim Litecoin. Von daher ist es ganz nachvollziehbar, warum Litecoin eben jetzt in die Top 5 gerutscht ist. Ja, so viel vielleicht dazu. Ich will diesmal nicht so tief in die Charts eingehen. Ich möchte lieber die Zeit nutzen, um euch immer über das Thema Altcoins so ein bisschen mehr zu erzählen. Wir sehen nämlich erschreckend positiv für uns alle, dass nahezu alle Altcoins gleichzeitig ab Freitag in die Höhe geschossen sind. Mit wenigen, wenigen Ausnahmen haben wir nahezu bei allen Altcoins Gewinne von 20, 30, teilweise sogar 100% gesehen. Und das ist brutal. Wir haben alle richtig gefeiert, denke ich. Und gerade 10x ist extrem durchgedreht. Also der Coin von Dr. Julian Hosp und seiner Crew hat mal wieder bewiesen, dass es geht. Allerdings möchte ich nachher bei der Prognose der Altcoins gern am Beispiel von 10x einfach mal meine persönliche Meinung äußern, wie ich das Ganze in der Zukunft sehe oder kurzfristig sehe. Und ja, jetzt geht es eigentlich aber erst einmal darum, mal vielleicht die Frage aufzulösen, Bitcoin oder Bitcoin Cash? Haben wir schon den Satzball gehabt, also haben wir jetzt schon eine Entscheidung, wer der Gewinner und wer der Verlierer ist oder wie geht es weiter? Bei T3N, ich kopiere den Link direkt mal, habe ich einen schönen Artikel gefunden, der eigentlich das zusammenfasst, was ich euch heute erzählen möchte. Kurz gesagt geht es hierbei darum, dass der Bitcoin, nachdem er etwas Unsicherheit ausstrahlte, ganz, ganz schnell wieder zu seinem alten Selbstbewusstsein gefunden hat und trotz des riesigen Hypes um Bitcoin Cash konsequent seinen Kurs gehalten hat und jetzt zum Wochenende auch noch belohnt wurde dafür. Bitcoin Cash ist, müssen wir alle einfach eingestehen, eine sehr, sehr junge Währung, auch wenn sie auf der alten Blockchain basiert oder bis zum 1. August auf der Blockchain basiert, die wir von Bitcoin kennen, ist es schon so, dass man der ganzen Währung etwas Zeit geben muss. Es gibt eigentlich keine Währung, die einschlägt wie ein Donnerwetter, sondern es gibt, wenn überhaupt, welche, die ein kleines Blitzchen am Himmel sind und dann auch genauso schnell wieder fallen.
Das heißt, wir müssen es einfach mal beobachten. In diesem Beitrag geht es vor allem darum, dass es eine extrem positive Geschichte ist, in Bitcoin oder Bitcoin Cash zu investieren, weil wir einfach sehen, dass der Bitcoin, egal was passiert, auf lange Sicht immer nur Gewinne einfährt und wahrscheinlich die beste Anlage ist, wenn andere Leute ihr Geld aufs Sparbuch packen für 0,5% Zinsen. Der Bitcoin macht, glaube ich, im Schnitt im Monat zwischen 5 bis 8% und das nachweisbar. Von daher ist das schon eine sehr, sehr seriöse und schlaue Anlage. Und ich glaube, der Grund, warum wir dieses Video heute gerade alle sehen, ist, weil wir das genauso sehen. Ja, kurz gesagt, Bitcoin Cash und Bitcoin sind ganz klar aktuell so aufgestellt, dass wir einen Gewinner und einen Verlierer haben. Ich glaube dennoch, die Miner werden sich entscheiden müssen. Der Vorteil bei Bitcoin Cash ist der, dass die Blöcke deutlich größer sind. Die Block Size wird erst im November nachgezogen beim Bitcoin Core, also beim normalen Bitcoin, so nenne ich ihn jetzt einfach mal. Das heißt, wir haben einen kleinen Zeitvorteil. Und ja, ansonsten denke ich, wird sich das Ganze wieder ein bisschen egalisieren. Wir werden jetzt natürlich nicht wieder auf 1200 Dollar steigen, aber ich denke mal, Bitcoin Cash wird jetzt auch nicht die ganze Zeit unten rumtaumeln. Dafür ist die Blockchain einfach viel zu erfahren. Die Leute, die da drin arbeiten, sind auch sehr, sehr wichtige Persönlichkeiten, die das Ganze supporten. Und ich glaube schon, dass das Ganze irgendwo einen Mittelweg finden wird. Ja, wir müssen im 10-Minuten-Fenster bleiben. Ganz kurzer Auszug nochmal zu Neo, zu Enshares. Enshares war für mich neben Tenex der absolute Überflieger. Wir sehen, dass Enshares sich generell immer eine gewisse Seitwärtsbewegung erlaubt hat. Es gab immer ein High, ein Down, ein High, das alte High wieder bestätigt. Wieder ein kleines Down und dann wurde es wieder bestätigt. Bei Enshares war es also jetzt so, es wurde dreimal der gleiche Wert bestätigt, bis dann plötzlich der Kurs extrem explodiert ist. Also wie so Confirmations bei Transaktionen kann man so den Kurs verfolgen. Er musste mehrfach bestätigt werden, bis er dann irgendwann zu einem normalen Wert wird. Und dieser normale Wert bewegt sich aktuell bei ungefähr 10 Dollar. Warum ich das Ganze erkläre, das ist der folgende Grund. Wir schauen uns jetzt nämlich mal die Altcoin-Prognose an. Ja, die Altcoin-Prognose soll euch Folgendes sagen. Ihr seht, aktuell geht es irgendwie für uns alle unbegreiflich, aber wunderschön, nur noch nach oben. Und wir müssen verstehen, warum das so ist. Denn es ist genau wie bei einer Massenpanik am Markt, wenn plötzlich irgendein wichtiger Coin an Wert verliert, gibt es viele Menschen, die vielleicht nur oberflächlich auf ihre Coins setzen, die dann eben Panikverkäufe machen. Sie haben Angst, weil sie nicht ans Ganze glauben, sie haben eigentlich nur an den Kursgewinn geglaubt und fangen dann plötzlich an, wie so Dominosteine, alles schnell zu verkaufen, weil sie nicht an die Technik dahinter glauben, sondern weil sie an die Kurse glauben. Ich und auch viele meiner Freunde, mit denen ich in dem Bereich unterwegs bin, wir sind eher an der Technik interessiert und uns interessiert, welche Unternehmen sich hinter diesen Token befinden. Und hier wollte ich mit euch gerne über Tenex sprechen, als Paradebeispiel dafür, ja, warum die Kurse gerade so explodieren, beziehungsweise warum ich der Meinung bin, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis es wieder eine Regulierung oder eine Bereinigung gibt. Tenex, liebe Grüße nochmal an Dr. Julian Hosp in Österreich. Ich kenne ihn jetzt mittlerweile persönlich. Wir schreiben hin und wieder mal bei Facebook. Ansonsten ist es so, dass wir, meine Jungs und ich, sehr davon überzeugt sind von dieser Idee. Tenex ist sozusagen eine Kreditkarte, die es uns allen ermöglichen soll, Kryptowährungen, wie wir es mit der Fiat, also mit Euro oder Dollar kennen, ganz einfach per Plastikkarte in den Automaten stecken und das Parkhaus oder McDonald's oder was auch immer ganz simpel mit einer Kreditkarte bezahlen. Er hat auch dazu ein paar Videos hochgeladen, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Das heißt, die Technik hinter dem Pay-Token ist die, dass man Tenex nutzt und als massentaugliches Zahlungsmittel verwendet und die Gebühren, die sind zwar sehr gering, aber diese Gebühren würden dann irgendwann dem Unternehmen einen großen Gewinn einfahren. Das ist die Idee und ja, die Vision von Tenex, der Welt die Zahlungen per Kreditkarte möglich zu machen und dabei ein paar Gewinne zu erwirtschaften. Genau, so ist das Prinzip dahinter. Jetzt ist die Frage, Tenex heißt Tenex, weil sie damals mit 10 Leuten begonnen haben. 10 Leute haben das Ganze in Angriff genommen und sie haben sich mittlerweile aufgrund ihres frühzeitigen Erfolgs schon bereits verdoppelt. Was heißt das? Stellt euch vor, bei euch eine Abteilung in der Firma öffnet und ihr habt plötzlich doppelt so viele Mitarbeiter, dann habt ihr plötzlich natürlich auch mindestens doppelt so viel Power, um eure Projekte voranzutreiben. Und genau das passiert jetzt gerade. Dennoch kann man nicht erwarten, dass Tenex vor 4 Wochen sein ICO hat und heute bereits irgendwie dreimal so viel wert ist wie noch vor 2 Wochen. Das heißt, man vertraut natürlich gewisserweise auf die Idee. Ich auch. Ja, und ich halte auch Tenex. Aber es geht schon darum, dass man auch irgendwie realistisch sagen muss, gab es jetzt so viel Grund und so viel Schlagzeilen und so viel Positives aus der Firma, dass man plötzlich so viel mehr bereit ist zu zahlen. Und ich glaube,
Das ist es nicht gewesen. Es geht nämlich hier wieder genau wie bei diesen Abwärtstrends darum, dass viele, viele Anleger im Kryptobereich oberflächlich anlegen. Sie legen an, weil sie sich gerade Gewinne anschauen. Und wenn man sieht, dass eine tolle Technik wie 10x, wofür einige wirklich von überzeugt sind, gerade gut läuft, dann investieren auch Menschen, die die Technik vielleicht gar nicht verstehen, in diesen Coin. Und das ist passiert. Es gibt also einen unglaublichen Aufwärtstrend, was uns allen zugutekommt, die 10x halten. Auf der anderen Seite kann ich euch versprechen, dass es wie bei Antshares, deshalb habe ich es euch schon gezeigt, hier mehrfach bestätigt werden muss, bevor man ein All-Time-High wirklich hält. Das ist beim Bitcoin so gewesen. Ich weiß noch, wie lange wir bei 1500 Dollar rumgedümpelt sind. Aber irgendwann wurde das mehrfach bestätigt und es ist wieder gestiegen. Und wir haben wieder Bestätigung gesucht und gefunden und heute ist es auf 3000 Dollar gestiegen, das Ganze. Und somit denke ich auch bei 10x wird es keine andere Systematik dahinter stehen. 10x muss sich mehrfach bestätigen, um Werte zu halten. Das heißt, genau wie alle anderen Altcoins sind die ganzen Altcoins aktuell total überbewertet. Einige Firmen haben natürlich das gut gemacht, was sie liegen gelassen haben die letzte Zeit, aber generell ist eine totale Überbewertung der Altcoins und das wird dazu führen, dass vermutlich schon bereits in der nächsten Woche die allermeisten Altcoins wieder deutlich an Wert verlieren werden. Und deshalb mein Hinweis an euch, don't believe the hype, fangt nicht an oberflächlich auf irgendwelche Coins zu investieren, die hübsche Logos haben oder die gerade tolle Kurse haben, sondern macht euch vorab vertraut mit der Technik dahinter und überlegt dann, ob ein Invest Sinn macht. Und das ist auch eigentlich so die Botschaft in meinem Video. Wenn ihr noch Fragen habt zu der ganzen Thematik, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt. Ansonsten hoffe ich, es fast in 10 Minuten geschafft zu haben. Ich mache mich langsam besser, hoffe ich. Und ich wünsche euch einen richtig, richtig geilen Abend. Macht's gut, bis bald. Ciao.